Der erste ganz, ganz fette Applaus des Tages, der gilt erstmal euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute da seid. Tausend Wahlberechtigte in Mönchengladbach. Dass jetzt so viele Jugendliche hier tatsächlich stehen und Bock auf Politik und auf Jugendbeteiligung in dieser Stadt haben, macht, glaube ich, uns alle, die an diesem Prozess beteiligt waren, enorm stolz. Dass wir Jugendliche in Mönchengladbach mehr Mitspracherecht bekommen sollten, vor allem in Fragen, die sich um den Klimawandel drehen. Wenn wir wirklich politische Teilhabe wollen, dann müssen wir kämpfen. Weil ich die Stadt sicherer machen möchte, sauberer machen möchte. Dass wir alle gehört werden und dass wir vielleicht wirklich was ändern können. Was für eine krasse Ehre wäre es, einfach diese Jugendgemeinschaft zu repräsentieren. Küsse gehen raus. Ich bin super froh, dass ich nicht abstimmen darf, weil ich würde mich nicht entscheiden, weil welche 25 von euch ich maximal wähle. Ich fand es richtig, richtig toll. Und ich bin wirklich begeistert, wie viel Themenvielfalt ihr habt, wie viele interessante Dinge ihr habt. Und vor allem, ihr habt wirklich was zu sagen und wollt was machen. Vielen Dank. Ich wünsche mir, dass ihr lange Zeit durchhaltet, weil das hängt einfach an euch. Wir machen jetzt die ganze Wahlorganisation, wir haben die Werbung gemacht und so. Aber das ist dann lebendig, wenn ihr euch kümmert, wenn ihr zu den Sitzungen kommt, wenn ihr selber Ideen entwickelt. Also wirklich dranbleiben und vielleicht auch Freundschaft schließen untereinander. Denn wenn man sich versteht, dann engagiert man sich auch umso lieber. Unsere neue Crew, unsere neue Gruppe ist natürlich sehr vielfältig. Und ich finde, das ist gerade eben das Besondere. Ich bin einfach total glücklich darüber, dass ich etwas in meinem Schlepptag bewegen darf. Das sind alles so coole, engagierte Menschen. Dass es egal ist, ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, oder wie man ist, dass alle gleich behandelt werden. Und da jetzt erstmal festzustellen, was wir umsetzen wollen, welche Ideen die besten sind, das wird eine Herausforderung.